Pfarrer Herbert Schmatzberger war über 40 Jahre spiritueller Pfarrer in Großgmain. Am 25. November feiert der Untersbergpfarrer die historische Geburtsmesse von Jesus. Die Waldandacht beginnt mit einem schönen Fackelzug im Marienheilgarten. Pfarrer Schmatzberger ließ den Marienheilgarten nach geomantischen, astrologischen und symbolhaltigen Gesichtspunkten errichten. Rund um der Marienstatue erwarten dort Besucher viele Heilkräuter. Genießt nun kurz ein paar schöne Eindrücke dieses Marienheilgartens und dann laden wir und Pfarrer Schmatzberger euch alle ein zur historischen Geburtsmesse Jesus. Willkommen zu einer neuen Folge von Krypto TV. Heute, am 25. November, wird in Großgmain Weihnachten gefeiert. Nicht so wie es üblich ist am 24. Dezember. Bitte genießen Sie mit mir diese außergewöhnlichen Eindrücke. Jetzt ist es kurz vor 21.30 Uhr. Neben mir ist Pfarrer Herbert Schmatzberger aus Großgmain. Und wir haben heute die Gelegenheit, bei einer historischen Geburtsmesse Jesu dabei zu sein. Herr Pfarrer, wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ja, auf diese Idee hat mich eigentlich eine Heilige gebracht. Und zwar die selige Anna-Katharina Emmerich. Die hat ja die Christusvisionen gehabt, wo sie das Leben und Leiden Jesu gesehen hat. Und Clemens von Brentano, dieser berühmte romantische Schriftsteller, ist jahrelang an ihrem Krankenbett gesessen, hat das alles aufgeschrieben. Und von der, also wird berichtet, oder sie berichtet, dass sie ihr gesagt wurde, ihre Stigmata, sie hat ja die Wundmale Jesu immer getragen, würden heftig bluten, nicht am kirchlichen Karfreitag, sondern am historischen Karfreitag. Und dann wurde ja noch gesagt, am historischen Gründonnerstag war Jesus 33 Jahre minus 8 Wochen und ein paar Tage alt. Und wenn man das zurückrechnet, dann kommt da der 25. November heraus. Und Belzschak, das war ein großer Astrologe, der Präsident unserer österreichischen Gesellschaft, leider schon verstorben, der hat sich sehr mit Mystikern beschäftigt und hat dann auch astrologisch und astronomisch das Jahr berechnet und ist eben dann draufgekommen, dass das Jahr 4 vor Christi Geburt sein muss. Und nachdem es ja diesmal um eine Jahrtausendwende gegangen ist, haben wir dann 1996, also schon 4 Jahre vor 2000, haben wir schon also die Jahreswende sozusagen gefeiert, vorweggenommen. Und seitdem feiern wir jetzt diesen Geburtsgottesdienst Jesu am 25. November. Wobei ich heute sagen muss,
Heute ist man gar nicht mehr so wichtig, ob man den mythologischen oder den tatsächlich historischen, aber damals war halt die Findung eines neuen Termins, war halt etwas ganz Großes, was mich damals sehr fasziniert und begeistert hat. Heute steht natürlich der Geburtsgottesdienst im Vordergrund, aber im Zusammenhang mit dem Untersberg und alles, was sich um den Untersberg herum tut und ereignet. Wie lange feiern Sie schon diese Messe? Ja, das ist jetzt 18 Jahre, also zum 18. Mal heuer, seit 96, wenn man es durchrechnet. Und es kommen immer von weit und breit Leute her, Leute, die sich mit dem, natürlich mit Christus verbunden fühlen, aber auch, die sich auch mit dem Untersberg verbunden fühlen. Es ist da einfach eine Einheit zwischen Religion und Natur, ist da sehr stark gegeben. Vor einem Wald drin ist nicht ganz herrlich, nicht? Das ist sowas Schönes und Feierliches. Und heute, wo der Schnee auch noch rechtzeitig gekommen ist, freuen wir uns ganz. Weiße Weihnachten also. In dem Sinn, weiße Weihnachten, ja. Gut, ich freue mich, ich persönlich gehe selber mit. Ja, sehr schön. Und ich freue mich extrem wirklich und ja, und ich hoffe, dass es wirklich für alle Gläubigen wunderschön wird heute. Ja, wir gehen ja mit Fackeln und gehen schweigend durch den Wald rauf, damit jeder ein bisschen Zeit hat, zu sich zu kommen, zu meditieren oder einfach eben die schöne Natur heute Abend zu genießen. Super, na, da freuen wir uns alle und wir sind sehr gespannt, Herr Pfarrer. Gut, ich freue mich auch. Und bei der Kleinburg dann sammeln wir uns und da zünden wir dann unsere Fackeln an und dann gehen wir dann ganz still durch den Wald rauf. Jedenfalls entweder meditativ oder wie man es nennen möchte, einfach in aller Ruhe und Stille dann. Und ungefähr versprochen Stunde werden wir raufgehen. Also bei der Kleinburg, unter der Kleinburg bleiben wir alle nochmal stehen und trotzdem tun, vielleicht besinnen und dann gehen wir. Jetzt können Sie nicht mehr zu sehr davonlaufen. Sie sind von Salzburg hergekommen. Wie haben Sie erfahren von dieser Messe? Ja, übers Internet, über die Seite von der Pfarre, da steht das natürlich drinnen und ja, da habe ich mir das angeschaut, da waren auch ein paar Bilder dabei und ich habe da mit einigen Leuten auch gesprochen, die da schon mitgegangen sind und bin auch selber letztes Jahr schon mit gewesen, es war sehr interessant. Heute sind ja weiße Weihnachten. Etwas Außergewöhnliches. Und was erwarten Sie sich jetzt von dieser Messe? Naja, es ist ein ganz besonderer Ort. Also sowas hat man eigentlich selten erlebt. Mitten im Wald, in einer kleinen Kapelle mit einer Fackel oder mit einer Laterne. Und dann wird eine Messe abgehalten. Das ist eine ganz außergewöhnliche Stimmung. Also man muss dabei sein und das selbst miterleben. Super, dann danke ich. Ah, das ist nicht. Das hat sich drei Schlussgeist, oder? Ja. Wir reinigen mit unserem Feuer die ganzen schlechten Energien. Ja, genau, sowieso. Ja, dirid, ja, dirid, ja, weha. Ja, dirid, ja, weha. Ja, weha.
jetzt? Es sind jetzt zwei Leute gewesen, die von dem Auto dann auch hier erkundigt sind, wo sie zukommen, weil der Verdammt war damals schnell gewesen. Ja. Ja, erkundigt sich. Aber dann sind wir alle da jetzt. Ja, wir haben uns alle versammelt und gesagt, wir tun uns selbst mit dem Weg beschäftigen und vielleicht werden wir wieder erfüllt mit den Sternen, mit den Engeln, mit den Wunden des Lebens, mit dem Schuss aufgehen, mit dem Gehirn, mit der Natur und die Welt. Ich gehe ganz langsam voraus, wenn es erfällt ist, dass ich nicht mehr verletzt wollen die Vögel singen und sie dann über die Wipfe aus sie schwingen. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wo der Wasserfall ins Tal runterfällt und die Gumpen drunter ist gar recht kalt. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wo die Blümchen blühen, a Wiesen voller Pracht, und die Sonne vom weiß-blauen Himmel abgelacht. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wo der Föhnwind blast mir warm ins Gesicht, klar und weit ist in die Fern die Sicht. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wo es Echo kommt zurück von der Felsenwand, antwort jeden Wurscht in welchem Gewand. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wo die Fische aus dem See rausspringen und das Wasser kannst du gleich aus sie dringen. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wo die Eiszapfen im Winter abhängen, einmal kürzer und auch einmal ein Wingerlinger. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wo es Feuer knistert und auch ein Wingerl raucht, auch wenn man das gar nicht allweit braucht. Ja, der Sommer, ja, der Sommer, ja, der Sommer, Sommer, Sommer daheim. Sitzen Leid gemütlich beieinander, haben sie Gaudi und lachen miteinander. Ja, dann Sommer, ja, dann Sommer, ja, dann Sommer, Sommer, Sommer daheim. Wenn sie alle Leid auf der Welt verdrungen und sie nur noch schöne Sachen singen. Ja, dann Sommer, ja, dann Sommer, ja, dann Sommer, Sommer, Sommer daheim. Weil die Welt, die ist bunt und rund, wenn wir zusammen tun, sind wir alle gesund. Ja, dann sind wir, ja, dann sind wir, ja, dann sind wir, sind wir daheim. Ja, dann sind wir, ja, dann sind wir, ja, dann sind wir, sind wir daheim. Ja, dann sind wir, ja, dann sind wir, ja, dann sind wir, sind wir daheim. Thank you.
Fritzi und da bin ich dabei. Wir haben uns jetzt eingefunden in diesem Gotteshaus in der freien Natur, um den historischen Geburtsgottesdienst von Jesus zu feiern. Wir wissen alle, der Heilige Abend und der 24. und 25., das ist der mythologische Geburtstag. Jesus musste ein Steinbock sein, wie auch Kaiser Augustus, der zur gleichen Zeit regiert hat, auch ein Steinbock war, weil der Steinbock war einfach das Heilszeichen. Die Sonne stand am tiefsten und mit dem Steinbock beginnt sie wieder aufzusteigen. Und Christus ist ja die Sonne, die uns allen erscheint mit seiner göttlichen Liebe und Barmherzigkeit. Deshalb feiern wir zu Weihnachten, auch die Juden haben das Chanukka-Fest zu Weihnachten, wo sie auch auf den Heiland warten. Das ist in allen abendländischen Religionen so, dass dieses Fest eben an diesem Zeitpunkt gefeiert wird. Und es sind die Schauungen der seligen Anna-Katharina Emmerich gewesen. Es war eine Nonne aus Dülmen in Westfalen, die also festgestellt hat, ihr wurde durchgegeben, Jesus wäre, wenn man es richtig rechnet, an einem 25. November geboren. Clemens von Brentano, der große romantische Schriftsteller, um 1900 herum, hat dann diese Visionen aufgeschrieben. Und deshalb feiern wir jetzt auch am 25. November dieses Fest. Der große Astrologe Sandor Pelschak, der Präsident der österreichischen Gesellschaft, leider auch schon verstorben, ich hoffe, er ist heute auch unter uns, hat dann auch das Jahr berechnet, nach sehr schwierigen eingehenden Berechnungen, hat er ihm gesagt, wahrscheinlich wurde Jesus 4 vor Christi Geburt geboren. Viele glauben, es wäre schon 7 vor Christus gewesen. Alle sind sich einig, dass es nicht um 0 war. Und nachdem wir der Meinung waren, eben nach Belschak 4 vor Christus, haben wir 1996 schon die Zeitenwende gefeiert. Und das war eigentlich damals das große Ereignis, warum wir diesen Gottesdienst da überhaupt begonnen haben. Und dann, weil es einfach so schön und ergreifend war, in dieser Natur zu feiern, haben wir das Jahr für Jahr fortgesetzt. Und heute ist es schon zum 18. Mal, wo wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich freue mich, dass so viele von euch wieder gekommen sind, und wir wollen es jetzt eben im Gedenken an die wahre Weihnacht Jesu, diesen Gottesdienst, feiern. Ich möchte erst das Tagesgebet jetzt sprechen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir einst im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören jetzt eine Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, man jubelt, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich, er festigt und stützt es
durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Als Jesus geboren wurde, da lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erde ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitfeiernde, wir haben gehört, ein Engel des Herrn hat die Botschaft verkündet den Hirten. Und auch bei Maria hat es ja geheißen, wir beten es ja sehr oft, wenn wir in die Kirche gehen, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und auch dann heißt es, eine große Herrschaft von Engeln ist da. Und wir sehen und wir können sagen, abgekürzt, im Grunde beruht die Botschaft von der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit von der Botschaft der Engel. Im Grunde baut unser Glaube auf Engeln auf. Denn von daher wissen wir ja, dass Jesus geboren werden sollte, dass er geboren wurde und dass er uns allen den Frieden bringen möchte. Und es mag ja interessant sein, und das ist auch eine sehr tröstliche Sache, würde ich meinen, dass heute ein Zeitalter der Engel angebrochen ist. Es hat ja noch nie so viele Engelbücher gegeben, es hat noch nie so viele Engelerscheinungen gegeben, es hat noch nicht so viele Schellingen gegeben mit Engeln, und der größte, bedeutende, meistgelesene Schriftsteller der heutigen Zeit, nämlich Paulo Coelho, fasst das auch in seinem Engelbuch zusammen. Er hat ein Buch über die Schutzengel geschrieben. Und er schreibt darin unter anderem auch, eigentlich zum Schluss als sehr Wesentliches, dass heute ein neuer Kampf ausbricht. Er sagt, der Erste Weltkrieg, der ist bekannt, und der Zweite auch. Und der Dritte sagt er, das war, wie sie den Eisernen Vorhang aufgebaut haben und die Berliner Mauer. Und das ist jetzt auch zu Ende. Aber jetzt sagt er, kommt der Vierte Weltkrieg. Da stehen wir schon mittendrinnen. Da ist jeder von uns nämlich mit eingebunden. Und das ist der Kampf zwischen jenen Menschen, die an geistige Wesen, an Engel, an geistige Welten glauben und offen sind für all das, und die anderen, die nur an die Materie glauben, und leider schreibt auch an die, die zwar von ihrem Glauben überzeugt sind, aber so fest überzeugt sind, dass sie für neue Botschaften gar nicht mehr offen sind. Ähnlich wie es Franziskus, unser neuer Papst, vor kurzem erklärt hat, dass nämlich die Menschen, die schon alles über Gott wissen, dass sie sicher Gott noch nicht gefunden haben. Und ich glaube, wir alle, die wir da versammelt sind, sind alle auf der Suche. Und wir brauchen heute ganz besonders die Engel. Das heißt auch, das Wassermann-Zeitalter sei das Zeitalter der Engel und der Madonna, der Maria, unsere lieben Frau. Und deshalb schreibt auch Coelho, wir brauchen heute, die Engel sind zurück und müssen gehört werden, denn nur sie können uns den Weg zeigen, sonst niemand, in dieser neuen Auseinandersetzung, in der wir mittendrin stehen. Und er sagt weiter, ich zitiere, weil ich kann es nicht so gut sagen wie er, da die Schlachten zumeist auf der Astralebene geführt werden, werden unsere Schutzengel das Schwert und den Schild ergreifen und uns vor den Gefahren schützen und zum Sieg führen. Aber auch unsere Verantwortung ist ungeheuer groß. Es ist an uns, in diesem Augenblick der Geschichte, unsere eigenen Kräfte zu entwickeln, daran zu glauben, dass das Universum nicht an den Wänden unseres Schlafzimmers endet. Wir müssen die Zeichen akzeptieren, unseren Träumen und unserem Herzen folgen.
Wir sind für alles verantwortlich, was auf dieser Welt geschieht. Wir sind die Krieger des Lichtes. Mit der Kraft der Liebe und mit Willenskraft können wir unser eigenes Schicksal und das vieler anderer Menschen verändern. Und wir können, so schreibt er dann weiter und führt's aus, alles Elend abwenden von der Welt, allen genügend zu essen geben, den Hunger verbannen und eben das ganze Leid. Und er sagt dann, für den Planeten Erde liegt dieser Tag noch in weiter Ferne. Aber für jeden von uns kann dieser Tag schon der morgige sein. Denn, und so schließt er dann, wir sind nicht allein. Die Welt verändert sich und wir sind Teil dieser Veränderung. Die Engel führen und beschützen uns. Trotz aller Ungerechtigkeit, obwohl Dinge mit uns geschehen, die wir nicht verdient haben, obwohl wir uns unfähig fühlen, unsere eigenen Mängel und die der Welt zu beheben, trotz aller brillanten Argumente gegen unseren Glauben, die Liebe wird trotzdem stärker sein und wird uns helfen zu wachsen. Und erst dann werden wir imstande sein, die Sterne, die Engel und die Wunder zu begreifen. Ich finde diese Worte sehr schön. Und wer gibt uns diese Liebe? Jesus von Nazareth, der uns eben über Gott verkündet, dass Gott die Liebe und Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit ist. Das ist etwas, glaube ich, ganz Neues, was da eingebrochen ist in die Geschichte. Und dieses Neue weiterzugeben, können wir eben nur im Glauben und in der Liebe. Es hat keinen Sinn, den heutigen Menschen oder uns allen Werte zu verkünden, denn Werte sind einmal so und einmal so, sondern die Botschaft der Religion sind nicht die Werte, sondern die Botschaft der Religion ist die Liebe und Menschenfreundlichkeit. Und aus dieser Liebe und Menschenfreundlichkeit heraus werden die Werte dann entstehen können und auch menschenwürdige Gesetze. Jesus, dieses kleine Kind, das wir heute feiern, an den wir heute denken, ist unsere Gewähr dafür, dass diese Liebe stärker ist als der Tod und dass wir alle Hoffnung haben dürfen, dass eben die Welt nicht untergeht, sondern sich zum Guten, nicht nur zum Guten wendet, sondern einmal die Vollendung findet, so wie jeder einzelne Mensch auch von uns. Und vielleicht möchte ich nur noch einen Satz anfügen, wenn wir da draußen in der Natur stehen. Erlösung betrifft nicht nur uns Menschen und Weiterleben betrifft auch nicht nur uns Menschen, sondern die ganze Schöpfung, jedes Tier, jede Katze, jeder Hund, jede Blume, ja jeder Stein und jeder Stern geht nicht verloren, sondern wird sich weiterentwickeln und in anderer Form vielleicht lange Zeit wieder bei uns sein, bis eines Tages, so glaube ich und hoffe ganz fest, wir alle ankommen in Gottes ewiger Liebe und Barmherzigkeit. Ich möchte euch alle einladen, dass wir jetzt den Gottesdienst der Eucharistiefeier, die Danktagung, gemeinsam begehen. Vielleicht singen wir jetzt, es ist ein Ros entsprungen. Thank you.
menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Ja, das ist am Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum rufen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott und Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt den Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ein Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi, Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Erzbischof Alois und unserem neuen Erzbischof Franz, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit unseren Nächsten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestimmt sind. Gedenk auch all unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Wir wollen heute einfach an all die denken, die viele Jahre mit uns mitgefeiert haben oder auch nur einmal und jetzt nicht mehr in dieser Welt leben. Ich denke da besonders an meinen Rektor, den Silvester Riewiesel, der jedes Jahr an meiner Seite gestanden ist. Ich denke auch besonders an den Hermann Schröder, der viele Jahre lang immer den Weg ausgesteckt hat mit den Fackeln und auch letztes Jahr uns schon verlassen hat. Dann denke ich an die vielen, die mit dem Untersberg verbunden sind und an die vielen, die in geheimnisvoller Weise mit dem Berg oder im Berg oder wo immer leben. Es gibt so vieles Unerlöstes an diesem Berg und wenn es uns gelingt, das ein klein wenig zu erhellen und Licht dorthin zu bringen, wo noch Finsternis ist, dann glaube ich, tun wir etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Großes. Denn dieser Berg ist ja schon ein ganz besonderer Berg, der so viele Menschen anzieht, mit so vielen verschiedenen Zugängen zum Berg. Und es ist einfach vielleicht doch so, dass er wirklich auch das Herzchakra unseres Planeten ist. Wir wissen es nicht, aber eines spüren wir, dass er nicht aus lauter Liebe besteht, sondern dass auch noch sehr vieles erlösungsbedürftig ist in diesem Stein. Und so bitten dich, Herr, nimm alles, was aus dieser Welt geschieden ist, auf in dein Reich, wo sie bei dir sind, meinst von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, dass auch uns einst das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen alle gemeinsam jetzt das Vaterunser beten. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber wir können es probieren, dass wir uns alle die Hände reichen, weil das doch eine ganz besonders große Verbundenheit für uns alle, glaube ich, gibt. Aber wenn man die Kerzen hat, vielleicht geht es auch nicht. Aber man kann es ja versuchen. Bitte, ich kann's gut Kerzen werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, sondern auf unseren Glauben und auf unsere Hoffnung und schenk uns Eintracht und Frieden, wie es deinem Willen entspricht, der du lebst und herrschest durch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und deinem Geiste. Seht das Brot des Himmels, das uns allen Leben schenkt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Mahl des Herrn geladen sind, und das sind alle.
wer zur Heiligen Krone umgeht, soll einfach ein bisschen vortreten. Hat die Leute gerne von euch stehen lassen. Vielleicht nicht. So möchte ich diesen Gottesdienst jetzt beschließen mit dem Dank an Gott, der uns Jesus geschickt hat, als ein Licht in der Dunkelheit dieser Welt, als einen Heiland, der uns alle heilen möchte, uns Menschen, die Tiere, die Blumen, die Steine und die Sterne, und als Botschaft, die uns alle eben Hoffnung und Glauben gibt, dass Gott alles zum Guten denken wird. Und so segne und beschütze uns durch auf die Fürsprache Marias und ihrer heiligen Engel und aller Heiligen der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Abschließend möchte ich euch, liebe Brigitte, liebe Helena und liebe Otschi, noch ganz herzlich danken für eine schöne musikalische Begleitung für uns alle heute. Das, glaube ich, war für uns alle sehr stimmig und stimmungsvoll. Und auch allen anderen möchte ich danken fürs Kommen, fürs Mitfeiern, fürs Mitbeten. Ich wünsche euch allen noch eine besinnliche Adventzeit und dass es euch vielleicht gelingt, irgendwann einmal ein paar Minuten zu sich selber zu kommen und sich einzustimmen und zu fragen, was eigentlich der Sinn des Lebens ist, was uns Christus für eine Botschaft, für eine Liebe gebracht hat und dass wir Menschen eigentlich das alles weitergeben sollen an den anderen, dass nicht das Geld und die Wirtschaft alles ist. Noch einmal ganz herzlichen Dank. Ja. Thank you.